und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und in dieser Folge werden wir natürlich am Bahnhof Stadlau die Gleise weiterverlegen Richtung Macheck und natürlich auch eventuell schon Gleise verlegen Richtung Bratislava von Hohenau an der Mach kommen. Also da möchte ich ja das auch noch das Ganze irgendwie anschließen. Und ja, das war es eigentlich dann schon an den Projekten, weil mehr können wir eh nicht machen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die Zeit uns dann quasi wieder davonläuft. Gut, aber was möchte ich, bevor wir jetzt losstarten, möchte ich da nochmal einen Blick hineinwerfen. Und zwar hatten wir ja da in der letzten Folge diesen Zug, der da eventuell zu lange gestanden ist, aber er hat sich schon mal bewegt. Das ist eine S-Bahn. Wo ist denn der Zug jetzt überhaupt? Jetzt eine gute Frage, oder? Also gefahren ist er. Wir hatten ja in der letzten Folge mit diesem... mal schnell schauen, das war der ICE. Und zwar von St. Pölten nach Bratislava. Da haben wir ja hier eingestellt, dass er am Hauptbahnhof Vollladen jeder Fracht... Genau, Vollladen jeder Fracht. Und wir haben gesagt, dass er eine maximale Wartezeit von einer Minute hat. Jetzt müsste dann theoretisch ja schon bald ein Folgezug kommen. Das wäre nämlich, glaube ich. Genau, St. Pölten, Bratislava. Ich würde nur aktuell gern wissen, wo der andere Zug ist. Wir haben doch insgesamt drei Züge auf der Strecke, genau. Wo befindet sich der jetzt aktuell? Er ist rammelvoll, dieser Zug. Wie sieht es hier aus? Wien, also St. Pölten, Bratislava, wieder, schon wieder 100 Leute. Aber dann fehlt doch ein Zug, oder? So, der fährt Richtung Wien zurück. Der ist gerade in den Bahnhof eingefahren oder fährt gerade in den Bahnhof ein. Sollte jetzt theoretisch eine Minute stehen bleiben. Der ist ja schon gesteckt voll, sage ich jetzt mal. Aber der wird hoffentlich, da jetzt einige Leute aus. Schauen wir mal. Okay, die Leute steigen aus. Ja, da steigen genug Leute aus. Jetzt füllt sich's wieder. Ja, da warten dann doch schon einige mehr. Es kann durchaus sein, dass wir dann noch die 138 schaffen, bevor diese Zeit abgelaufen ist. Ist das schön, wenn da so viele Züge ein... drüben eine S-Bahn. Ja, und übrigens habe ich ja in den Kommentaren wieder den Hinweis bekommen, dass die S60 über die Pottendorfer Linie nach Wiener Neustadt fährt. Das werden wir uns dann auch noch drum kümmern. Allerdings haben wir ja noch keine richtigen Gleise, die quasi die Pottendorfer Linie symbolisieren bzw. ja zur Verfügung stellen. Wir haben zwar die Gleise raus verlängert aus dem Hauptbahnhof, allerdings eben... Ja, würden die quasi nur so im Nirvana verlaufen, also verlaufen aktuell im Nirvana und würden dann auch nur so noch nicht wirklich ja, eine Stadt verbinden oder so. Das wäre dann halt ein totes Gleis. Aber das schauen wir sich dann an. So, jetzt haben wir 138. Jetzt fährt er. Er hätte theoretisch die Minute eigentlich gehabt. Aber die Minute hat er wahrscheinlich insofern... jetzt auch beendet, weil auch voll war. Und wir haben ja gesagt, Vollladen einer Fracht. So, das ist jetzt dieser Zug hier. Ne, wieso nicht? Das ist die S60. Und da unten ist... da unten ist jetzt der wieder. Gut, dann nochmal einen kurzen Blick. Ich weiß, wir verplempern gerade ein bisschen zu viel Zeit.
Aber der hat ja hier auch jetzt Wartezeit. Wie schaut es bei ihm aus? Der leert aus. Und füllt wieder. Okay, das geht sich aus. Gewinn macht er ordentlich. Dafür macht der Bratislava Eisenstadt wenig Gewinn. Die Frage, ob wir da nicht nur einen Zug verwenden sollten. Schauen wir sich mal ihn hier an. Wo bist du aktuell? Du bist gerade losgefahren. Ich lasse die noch mal ein bisschen fahren und werde mich dann offscreen drum kümmern. Ich glaube, ich werde einen dieser beiden Züge von der Strecke nehmen, weil die sind nicht wirklich ausgelastet. Und bei 4 Minuten, da sollen sie halt 8 Minuten Fahrzeit haben. Das ist nicht so das Problem. Gut. Einmal noch einen kurzen Blick. Die Minute wäre eigentlich um. Müsste losfahren. Das heißt, das funktioniert nicht ganz so wirklich. Der wartet wirklich, bis er 138 an Bord hat wahrscheinlich. Das ist aber jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders. Ich meine, schön für die langen Wartezeiten. Ja, das gefällt mir, aber... irgendwie nicht so maximale Wartezeit bei Vollladen, beim Vollladen, bei einer Aktivität nach der angewohnten Zeitspanne losfahren. Schade, dass er nicht nach einer Minute losfährt. Der fährt wirklich erst los, wenn er voll ist. Ich meine, hat irgendwie auch was, wenn der Zug da steht und wartet und so, aber weiß nicht, ob das nicht zu ineffektiv ist. Weil vor allem, wenn ich jetzt noch einen Waggon dranhänge, dann hätten wir ja da gleich nochmal um 40 oder 50 Plätze mehr und dann würde er noch länger da stehen. Gut, lassen wir das mal. Ich mache mal da jetzt weiter. Gut, ich hätte gerne jetzt das zweite Gleis. War hier angeschlossen und das hier angeschlossen. Dann korrigieren wir gleich die Höhe hier, dass sie gut aussieht. Dann werden wir da gleich ein bisschen malen. Dann haben wir das auch erledigt. Also wenn jemand weiß, wie das funktioniert mit diesem Vollladen einer Fracht bzw. mit diesem Wartezeit-Ding hier, ob das, wenn das effektiv genutzt werden kann und ich da einen Fehler habe, dann würde ich mich freuen, wenn mir da jemand quasi Aufklärung verschafft. Aber ich habe mir gedacht, dass das eigentlich so funktioniert. So, dann müssen wir da noch weiter und da werden wir jetzt auch ganz einfach die Gleise mal verlängern. Eigentlich nicht. So, mit Damm. Na, ich hätte das gerne... Na, warum willst du da immer unbedingt andocken? Ja. So.
wir das hier wieder aus. So, das sieht dann auch schon wieder einiges besser aus. Da oben ist Macheck, das heißt, wir müssen da jetzt mal einen Bahnhof hinbasteln. Und zwar, was kommt? Ah, wieder neue Züge und der Typ B Ulf in der korrekten Lackierung. Zwei neue Verschubloks. Und die Öffnung vom Jahr, das gefällt mir. So. Aber Bahnhof ist aktuell das Wichtigste jetzt. Kleiner Passagierbahnhof, 4-Bahnsteig-Variante, 3-Bahnsteig-Variante. Nehmen wir die 3-Bahnsteig-Variante. Alten Bahnhof. Das gefällt mir. Das können wir so lassen. Jetzt noch. Hätte ich gerne hier. So, da machen wir ganz einfach einen Fußgängerübergang. Oder Fußgängerübergang, ich meine einen Fuß. Wobei, das wäre ja eine Straße mit Bushaltestelle. Machen wir eine kleine Straße mit Ganzen. Ja. Und zu groß. So. Ah, das ist nicht die richtige, das ist auch nicht die richtige, dann ist es die, genau. Machen wir das so. Und dann nehmen wir die kleine Straße. Und ein Stückchen noch vor. Gehen wir so rüber. So rüber. Fließen hier. Ja. Das lassen wir so. So, jetzt müssen wir irgendwie schauen. Mal darüber kommen. Mach mal. Am besten. Machen wir es mit Damm und schauen wir, dass wir da eben auf die Höhe da kommen. So machen wir das. Ja, das gefällt mir. Dann gleiche ich mir das hier aus. Das hat man. Dann malen wir das Ganze natürlich an. So. Auf der Höhe sollten wir ja sein, die wir brauchen. Das war jetzt eine eigenartige Bewegung. Ja, das hätte ich gern so. Und das hätte ich gern so. Dann fahren wir da entlang. Oh, da ist eine Brücke. Da ist eine verdammt lange Brücke. Na, das möchte ich eigentlich nicht so haben. Müsste ich sagen, ich will da nämlich einen Damm haben. Einen normalen, aufgeschütteten Bahndamm. Genau. Und das
So. Auch erledigt. Dann richten wir da noch her, nämlich dafür so eine Lokalbahn, die dann quasi, also nicht eine Lokalbahn, sondern so eine kleine Nebenbahn, die dann quasi hier reinfährt. Würde ich von der Seite fahren, ja. Lass mal von der Seite. Ja, das sieht grauenvoll aus. Schauen wir mal wegen so einer Flying Junction, ob das besser kommt. Das ist die Frage, habe ich die jetzt hier, diese Flying Junctions? Oder sind die... Ja, die sind dann eher hier dabei. Hoppla. Die sind dann eher hier irgendwo versteckt. Oder auch nicht. Oder sind die bei den... Nein, da sind sie. Ja, da haben wir Straße. Sieht das aus? Gucken wir mal, und zwar hätte ich gern Stationsgleis, nein, Super Speed Track, genau. Dann hätte ich gerne keine Schallschutzwände, brauche ich nicht, ich brauche zwei Gleise. Street. Small. Ja, keine Stadtstraße. Das brauche ich, genau. Modern, keine Tramgleise. Okay. So, jetzt muss ich das mal ein bisschen... Das wäre ja nicht so schlecht. Oder 80% haben. Ich glaube, ich habe gerade einen Denkfehler. Ich brauche das nämlich... Sieht denn das aus? Das lassen wir mal. Ah, Brücke muss nicht sein. Ne? Das kann ruhig so sein. Brauchen anderen Winkel. Habe ich so lange herumgearbeitet, dass es mich einfach jetzt nicht mehr ankotzt. So. So machen wir das. Machen das so. Nehmen das weg.
nehme das alles hier weg. Das auch, das auch, das auch. Das auch. Gleich das Ganze wieder aus. Wenn es reagieren würde, aber es reagiert aktuell nicht. Ja, das ist, weil es gerade bei diesen Teilen hier steckt. Gleich mal das hier wieder aus mit dem Radiergummi. Habe ich das erst wieder so gemacht, wie ich es nicht wollte. So hätte ich das gern, genau. Das eigentlich gern so, aber wenn es nicht geht, dann lassen wir es einfach so. Und was ich jetzt noch gern möchte, ist ins richtige Gleis hinein, und zwar in das hier. So. Also. Und so. Ja, das lassen wir so. Das lassen wir so, und das können wir auch, das verbessern wir dann in der nächsten Folge, weil wichtig war ja jetzt in dieser Folge, dass wir da mal nach Marek kommen. Und dass wir von Wenau kommend. Dass wir von Hohenau kommend so. Rausgehen. So rübergehen. Ja, das passt. Dockst du da nicht an, weil du das nicht möchtest, sondern du möchtest so andocken. Na gut. Dann kriegst du das so. Gehen wir darüber. Dann sieht das Ganze schon etwas so aus, wie ich mir das vorstelle. Viele Gleise.
große Wirkung. Das natürlich auch anders machen. Das habe ich jetzt nämlich nicht berücksichtigt. Da habe ich jetzt ein bisschen zu vorschnell gehandelt. Und zwar könnte man ja theoretisch sagen, wir machen das so. Nee, das sieht jetzt gar nicht gut aus. Und zwar gehen wir da mal raus gerade und hier auch gerade raus. Und hier kommt aber so eine Doppelkreuzungsweiche rein. Genau. Was machen wir hier? Sieht das gut aus? Passt auch, ja, da liegen sie auch gut nebeneinander. Dann schließen wir euch beide an. Und dieses Gleis hier lassen wir jetzt da rein. Dann ist das auch erledigt. Müssen wir halt nur schauen, dass wir da rechtzeitig quasi die Kurve kriegen. Nämlich indem wir sagen, hier ist Ende. Weil ich möchte, dass du dieses Gleis wirst, hier hingeht und dieses Gleis hier rüber, dieses Gleis hier rüber und du bist dieses Gleis, das da anschließt. So, dann hätten wir das erledigt. Gefällt mir. Neue Schutzsignale machen. Wo haben wir es? Kommt das hier hin? Und das kommt hier hin. Und das kommt hier hin. Das Hauptsignal kommt hier hin. Dann haben wir dasselbe in diese Richtung. Nämlich das Hauptsignal hier und das Hauptsignal hier. Ja, so lassen wir das. Gefällt mir das auch gut. Brauche ich jetzt hier noch ein Blocksignal? Ja, hier machen wir auf jeden Fall noch einen Block hin. Und zwar genau hier. Nehmen wir dieses Blocksignal da mal. Hier. Und hier. Vielleicht, dass wir das noch ein bisschen wegen der Optik etwas mehr hier hinsetzen. So. Gut, was brauche ich jetzt noch? Jetzt brauche ich noch dieses Signal hier. Dann nehme ich aber das. Das gefällt mir recht gut. Nehmen wir das hier da. Dann machen wir ein Ausfahrtssignal hin. Dann nehmen wir. Können wir eigentlich auch das nehmen? Das ist das Ausfahrtssignal. Da das Hauptsignal. Und hier machen wir ein Schutzsignal hin. Ja, das setzen wir da hin. Genau. Sieht auch gut aus. Gut, gefällt mir. Da müssen wir sich jetzt noch ein bisschen mit den Signalen hier beschäftigen. Und zwar hätte ich hier gerne Ausfahrt. Und Hauptsignal hier. Und das
Ja. Ja. Das gefällt mir. War das hier, dann haben wir das hier. Gut, dann ist die Signalisierung auf diesem Teilbereich quasi auch fertig. Nach Bratislava verlängern wir es dann in der nächsten Folge. Ja, und damit sind wir am heutigen Folgenende angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, warum ist die Grafik gerade komisch? Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever. Servus.